Was sagen wir zum Anfang? Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge AKF. Nee, wir drehen erst Vlog. Ach so. Das ist jetzt gerade Vlog. Oh. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Genau. Wir vloggen das ja ganz so ein bisschen mit. Wir haben heute... Dienstag. Den... Moment. 14.3. Dienstag, den 14.3. Ich habe eben überlegt, wann war ich eigentlich zuletzt in einem Video? Du hast im Winter noch Videos mitgemacht. Also da, wo du dich selber mitgedreht hast. Bei den Textilien. Ja. Und viele Leute sagen dann, wir wollen die AKFs mit Lisa wieder. Die gab es das letzte Jahr nicht, ne? Komplett nicht, oder? Ich glaube, komplett nicht. Eine einzige. Lisa hatte ja nie Zeit für mich. Nie Zeit. Aber heute drehen wir eine AKF im Raps schnell für euch mit. Wir wollen gerade einmal Flächen angucken fahren. Ich muss Gelbschalen aufstellen. Es geht los. Gestern hatten wir 13 Grad, heute 15 Grad. 13 sind jetzt gerade. Das heißt, die Käfer fangen an zu fliegen und jetzt geht's wieder los. Jetzt überschlägt sich alles. Hannes weiß überhaupt nicht, was er als erstes machen soll. Hannes simuliert in seinem Kopf schon sämtliche 17.000 Szenarien für die nächsten Tage und ich kriege keinen Reim drauf. Wie ist das als Frau? Anstrengend. Wenn man die ganze Zeit nur... hört. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, Lisa, ich weiß nicht, was ich zuerst machen soll. Und es ist jedes Jahr das Gleiche. Es ist jedes Jahr das Gleiche und jedes Jahr sind wir immer an diesem Punkt, dass du sagst, ich weiß nicht, was ich zuerst machen soll. Wir haben nämlich folgende Debatte. Wir haben Regen gekriegt und gar nicht wenig. Das hat wirklich viel geregnet. Das heißt, die Flächen sind für Gerste nicht befahrbar. Jetzt kommt aber der Punkt dazu, wir haben auch Wind. Das heißt, wir können jetzt nicht noch Dünger streuen auf dem Raps, was auch anliegt. Wir haben auch Wind, wir können jetzt auch nicht spritzen. Das heißt, wir können ja schon einige Herbizidbehandlungen im Getreide machen. Können wir auch nicht, weil ist ja Wind. Das heißt, wir haben Wetter und wir müssen warten. Und das ist der Horror. Hätten wir jetzt Flüssigdünger, dann könnte Hannes trotzdem fahren. Aber Hannes hat Harnstoff eingekauft, nützt ja nicht. Wenn der Preis besser war, muss Hannes auch Harnstoff einkaufen. Ja, muss er auch damit jetzt leben mit den Konsequenzen. Muss damit leben. So. Jetzt werden wir heute Nachmittag nochmal versuchen Gerste und ab morgen Mittag soll es dann windstiller werden. Dann schicke ich morgen Mittag los. Der fährt Harnstoff holen mit dem Überladewagen. Dann streuen wir den Raps nochmal ab und dann streue ich auch die Flächen nochmal ein bisschen beim Weizen ab, wo wir wahrscheinlich keine Gerste mehr fahren werden. Weil das sind hauptsächlich nur noch Senken, wo wir nicht wirklich durchkommen, wo wir zu lange warten. Nächste Woche will ich die Sonderkulturen drillen. Yay! Ich dachte, jetzt kommt so ein... Nächste Woche schon? Ah, nächste Woche schon? Ja, nächste Woche, Lisa, ist es schon soweit, müssen wir schon die Sonderkulturen drin. Und das heißt, wir müssen spätestens Montag anfangen mit der Scheibenecke und dem Güllefass und Gerste einarbeiten. Nächste Woche schon? Nächste Woche schon. Und deswegen haben wir eigentlich nur noch diese Woche, um irgendwie was in den Bestand zu bewegen. Deswegen war jetzt mein Gedanke, wir werden morgen Nachmittag Dünger streuen, wir werden Nachmittag brauchen, dann haben wir noch Donnerstag, Freitag, Samstag, um irgendwas vielleicht mit Gerste im Bestand zu machen. Und dann müssen wir Montag früh umbauen und dann geht es mit der Scheibenecke los. Krass. Nächste Woche schon. So, und das ist jetzt der Struggle, den ich jetzt so wie jedes Jahr habe. Parallel plant aber mein Kopf auch schon Pflanzenschutz fürs Wochenende, weil das kann schon sein, dass der Käfer entsprechend fliegt und wir da los müssen. Mikronährstoffe müssen nochmal rein in den Bestand. Getreide muss jetzt Herbizidbehandlung gemacht werden. Jetzt früh warm, das funktioniert ganz gut. Jetzt sind die Unkräuter noch ganz, ganz klein. Und je kleiner die sind, desto effektiver können wir sie bekämpfen. Und können wir sie treffen, gerade die Ungräser. Wir haben ja die nach dem Ackergras die Flächen, da haben wir Weidelgras mit drin, da müssen wir wirklich, das Thema muss man ganz doll ernst nehmen. Weißt du auch warum, Lisi? Und warum? Weidelgras ist ein Problem und Gras kann ein richtiges Problem und Gras werden, ist in Frankreich so einer der großen Feinde im Ackerbau, tatsächlich Weidelgras. Krass. Krass. Genau, und deswegen müssen wir die ganze Thematik ernst nehmen. Jetzt haben wir auch ein frühes Stadium, auch im Weidelgras, um das Ganze wirklich hart zu treffen. Und ja, jetzt fahren wir erstmal zum Acker und machen hier eine AKF für euch, ne? Nützt ja nicht. So Leute, jetzt sind wir am Raps angekommen. Gelbschale hingepackt. Muss das auch noch die Tage ein bisschen modifizieren. Ja, aber das fliegt ja halt sonst weg. Deswegen muss ich da einen Stein drauflegen. Super windig. Bestand sieht gut aus, hat jetzt natürlich ein bisschen Laub verloren. Durch die Witterung werdet ihr auch nochmal genau in der AKF sehen. Ansonsten ist der Boden auch sehr weich, wie man sieht hier. Ne? Ist gut aufgeweicht, aber ich sage euch was, Leute. Jeder Tag mit Wasser ist ein Tag ohne Wasser weniger. Wir hatten letztes Jahr schon um diese Zeit, ging es los mit der Trockenheit. Momentan haben wir noch eine sehr, sehr üppige Wasserversorgung. Nimm ich lieber
als irgendwie jetzt schon wieder Trockenheit. Naja, dann kommen wir halt ein bisschen schlechter voran auf den Flächen und haben ein bisschen mehr Struggle. Aber wir haben wenigstens Wasser und dann wächst wenigstens was. Tja, wir gucken jetzt nochmal zum Weizen. Und gucken, wie die Befahrbarkeit da ist. Aber es klebt schon massiv an den Schuhen. Gucken wir uns das nochmal an. So Leute, da sind wir wieder. Wir haben uns jetzt getraut, es ist nachmittags, es ist jetzt 2:30. Wir haben uns jetzt getraut, loszufahren. Und ich habe jetzt schon 2 Fässer draußen. Es geht. Man muss aber wirklich doll aufpassen beim Fahren, dass man die richtige Fahrspur nimmt, wenn man voll ist, so, damit das nicht zu doll schmiert. Das ist jetzt nicht, dass wir irgendwie einsacken oder tiefe Spuren rausfahren. Es ist einfach nur, dass es schmiert und moddert. Und da müssen wir einfach ein bisschen aufpassen hier so. Und dann geht das auch mit der Arbeitsqualität. Wie man da hinten sieht, es gibt jetzt auch gleich wieder sowieso Regen. Das heißt, es ist jetzt gleich Schluss. Aber dann haben wir hier die Gerste wohl schon beendet und dann hätten wir nur noch den Weizen. Dann sind wir schon mal ein bisschen vorangekommen. Wenn wir, je nachdem wie viel Regen es gibt, morgen vielleicht noch ganz gut vorankommen, dann ist uns schon mal ein bisschen geholfen. Und dann können wir uns dann vielleicht doch ein bisschen dem Rest widmen. Ja, ist gleich voll. Hier auf der Gerste fahre ich, habe ich ja letztens schon gesagt, fahre ich nur 17 Kubik auf dem Hektar. So. Ah, bei Svenny hat es nicht ganz gereicht zum Vollmachen. Svenny hat gerade schon gesagt, bei ihm schäumt das ohne Ende. Er sagt, er muss wirklich zweimal Beschleuniger wieder ausmachen, einmal Vakuum abbauen, ne, damit der Schaum sich legt und dann noch weiter pumpen. Also das Substrat schäumt wirklich viel. Das ist aus meiner ehemaligen Anlage und wir hatten auch das Problem, dass es aus der Anlage extrem doll schäumt. Wir wissen auch nicht warum. Das ist halt durch die hohen Verweilzeiten wird es sicherlich auch so sein, dass es sehr, sehr, also es ist ja sehr dünn und es sieht ja einfach aus wie Wasser und da ist ja kaum irgendwas drin. Und wenn man das aus den anderen Anlagen vergleicht, dann ist das eher so dunkel und ölig. Und ich denke einfach, weil es so dünn ist, kann sich doch deutlich mehr Schaum bilden. So, ich bin jetzt schon da oben in der Ecke. Aber ich fahre das jetzt hier über die Fahrgasse hier hoch, weil da am Rand ist es so ein bisschen nass und mottrig. Und ja, das will ich da nicht zu weit ausfahren. Hier seht ihr ja selber, das ist eine ganz normale Fahrgasse. Die sind wir jetzt schon ein bisschen öfter gefahren. Bin ich heute jetzt 3-mal durchgefahren. Und ihr seht ja selber, es ist nicht so, dass wir groß einsacken, aber es schmiert halt an der Oberfläche, weil sich halt die Feuchtigkeit da so ein bisschen hält. Ne? Und dann gucken wir mal, wie wir vorankommen. Ansonsten, die Gerste sieht ganz gut aus. Bildet mir fast schon ein, dass man schon Mühe sieht, dass da schon ein bisschen was vom Gerst aufgenommen wurde. Weil man hat, also ich habe vorne eine Bahn gehabt und man hat ein genaues Ende gesehen. Ansonsten müssen wir nachher auch unbedingt mal rausgucken. Ich hoffe, das regnet nicht so doll, dass wir uns das angucken können. Das haben wir ja vor 10 Tagen ungefähr gemacht. Seitdem sind ungefähr 30, 40 mm gekommen. Die Gerste sind richtig schön eingewaschen. Und das ist natürlich hervorragend. Das heißt, die sind dann auch wirklich jetzt im Boden drin, die Nährstoffe, und können dann auch aufgenommen werden. Nichts ist schlimmer, als wenn man Gerste darauf fährt und die liegen dann erstmal oben drauf. Oder auch Gülle, kennen ja auch viele im Grünland. Das liegt erstmal oben drauf und wird gar nicht aufgenommen. Ja, das heißt, wir brauchen schon Wasser, damit es in Lösung kommt. Und jetzt sieht man auch einfach mal wieder, auch für die Leute, die geschrieben haben, warum fährst du schon so früh, muss doch gar nicht. Im Prinzip haben wir ja jetzt jeden Tag genutzt, den wir irgendwie konnten und auch wo ich den Zubringer frei hatte. Wenn nicht, bin ich ja selber ein bisschen gefahren. Aber klar, wir haben es nicht mit höchstem Druck verfolgt, weil der Stress ja noch nicht da war. Aber jetzt sehen wir einfach daraus, dass wir die letzten 10 Tage fast nichts bewegen konnten. Und schon ist man irgendwann in der Phase, wo man sagt, scheiße, hätte ich mal, nur hätten wir mal das genutzt. Jetzt fahren wir wieder hinterher. Jetzt kommt eventuell kein Regen mehr. So, die Phasen haben wir in der Landwirtschaft. Und eigentlich war es immer so, sobald wir eine Chance nicht genutzt haben, da wurden wir für bestraft. Echt, muss man sagen. Deswegen jetzt hier spricht gar nichts dagegen, im frühen Zeitraum das hier zu machen und auszubringen. Bin gespannt, wie sich die Bestände dieses Jahr weiterentwickeln. Gerade die Direktsaat da drüben nach den Sonderkulturen, die sieht schon sehr, sehr gut aus. Bin gespannt. Ja, jetzt wird gleich regnen, Leute. Wird gleich regnen. Und dann gucken wir mal, wie wir vorankommen, ob ich euch das noch draußen zeigen kann oder nicht. So, ich will euch natürlich noch zeigen, wie das jetzt hier aussieht, wenn ich hier fahre. Nicht, dass das am Ende heißt, jetzt hat er nur Fahrgassen gezeigt, weil das so furchtbar aussah. Also so sieht das aktuell aus. Ihr seht, man sieht das Grün da durchscheinen. Ist jetzt nicht so, dass wir da super krass das rum vermoddern. Also von daher alles gut.
Also die Flächen sind schon vernünftig noch befahrbar, aber hier und da steht halt eine kleine Wasserpfütze, was es halt dazu führt, beziehungsweise eine Wasserpfütze steht ja nur da, wo eine Fahrgasse im Prinzip ist, so wie dafür, da vorne. Und das führt halt nur dazu, dass es halt schmiert. Nichts weiter. So. Aber ihr seht, hier Steine müssen wir auch noch wegsammeln. Hier hinten bei den Flächen. Das ist natürlich, bei Direktsaat haben wir natürlich nicht ganz so viel, aber auch bei der Direktsaat hat die Novak ein paar Steine rausgeholt. Also wir müssen da auch sammeln. Sicherlich wird das über Jahre da immer weniger. Aber ja, wir sind halt nach wie vor steinreiche Region. Steinreiche Region. Also wenn ihr das da seht, seht ihr, man sieht natürlich Stollen. Aber ist jetzt nicht so mega krass rumgemoddert. So, wir müssen euch einmal jetzt kurz hier zeigen, wie es aussieht. Jetzt fängt das hier auch wirklich an zu regnen. Hier sind die Gärreste, die wir vor 10 Tagen gefahren haben. Und wie ihr seht, da ist schon ziemlich viel eingespült. Da ist kaum noch was da. So sieht das im Prinzip aus. Hier sieht man dann eine Spur, die jetzt keine Fahrgasse ist, so wie die aussieht. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig gewesen. Aber ihr seht selber, die Pflanzen stehen jetzt da allmählich wieder auf. Und das wird sich im Laufe des Jahres ein bisschen verwachsen. Also das wollte ich euch im Prinzip einmal zeigen. Oh, jetzt fängt das hier wirklich böse an. Hier am Vorgewende, ich bin schon am Vorgewende bei. Wird nicht ganz reichen, ein Fass wird mir am Ende fehlen. Dann müssen wir das fertig machen, wenn wir wieder andere Bedingungen haben. Ansonsten wird es auch Zeit, wie man hier sieht, dass wir jetzt langsam mit dem Herbizid anfangen. Wir haben hier ein bisschen Taubnessel, wir haben hier einjährige Rispe. Die fängt richtig an zu wuchern, wenn wir die nicht rechtzeitig in Anspruch nehmen, beziehungsweise rechtzeitig verfolgen. Hier haben wir ein bisschen Vogelmiere. Ja, dann wird auch Zeit, dass wir jetzt bald loskommen. Aber da mag das Getreide auch lieber ein bisschen wärmere Temperaturen. Und was ich euch noch zeigen will, hier angepasster Luftdruck. Ja, so sieht das Ganze denn aus, ne? So lang macht sich da im Prinzip der Reifen. Sieht natürlich immer ein bisschen kriminell aus. Muss man sich anfangs ein bisschen dran gewöhnen. Hier so der Schlepper. Obwohl, wenn man den Schlepper so sieht, der kann sicherlich noch ein bisschen weniger vertragen hier vorne. Bis denn. Hallo, hallo, hallo. 5 mm später. Hannes hat sich gerade überlegt, was er gleich sagen wird. Und das hat sich ein bisschen verschnitten mit nächster Tag, ein paar Stunden später zu 5 mm nach dem Regen. Also wir haben gestern 5 mm gekriegt. Und sind, die Gäste ist fertig, gerade 2 Fässer habe ich heute Morgen schon gefahren, also jetzt 9.40 Uhr, 0 Grad war angekündigt, wir haben wieder um 8 Uhr angefangen, ich denke mal morgen früh, gucken wie weit wir kommen, morgen früh fangen wir vielleicht ein bisschen früher an. Leute, wir sind hier am Gärreste fahren, jetzt hier ist Emma, ich muss bei Emma immer an den Hund von Fabi denken, also Fabi, anderer Twitch-Streamer, falls ihr ihn kennt. Hier ist Emma, Dinkel, Hartweizen. So, ne, deswegen seht ihr ja, wie verzögert das Wachstum im Frühjahr ist gegenüber dem richtigen Weizen, der nachher da drüben kommt oder auf der Seite nachher. Jetzt haben wir hier die Seite von der, also jetzt haben wir hier das Ganze von der anderen Seite. Wir sind ja hier letzte Woche gefahren bis ungefähr zur Mitte und jetzt müssen wir halt im Prinzip die andere Seite jetzt hier noch ergänzen. Viele haben jetzt noch gefragt, wie ist denn die Befahrbarkeit von der Kledensaat? Ich kann euch sagen, die ist irgendwo so eine Mischung zwischen Tigerdrill und Direktsaat. Aber ist ein deutlicher Unterschied, ein wirklich deutlicher Unterschied zur Tigerdrillsaat. Also man wirkt, der ist grundauf ist der Boden fest. Also ist nicht so wie bei Tigerdrill, der ist ja so ein bisschen schwammig, sondern der ist hier fest. Man merkt halt auch beim Rüberfahren, dass der deutlich besser trägt. Leute, Hannes hat sich heute Nacht wieder was überlegt. Ganz wilde Theorie. Wir haben ja die Debatte, es ist ja die Problematik. Wenn wir mit einem Schleuderstreuer streuen, und wir streuen zwar mit Grenzstreuen-Modus, streuen wir aber nicht exakt bis zur Kante, so wie Flüssigdünger oder wie bei einem AGT oder wie jetzt zum Beispiel bei einem Aero oder es gibt ja zum Beispiel von Amazone gibt es ja diese Randstreueinrichtung, wo man mit dem Streuer dann am Rand fährt und streut in die Fläche rein, wo man auch schnurgerade nach unten streut. Hat Hannes ja nicht.
So hat Hannes ein paar Mal hin und her geschlafen und hat Hannes sich ja gedacht, naja, wir könnten ja, du fährst ja die äußersten, die äußerste Bahn fährst du ja mit dem Güllefass sowieso nur mit 9 Meter und hättest ja dann sozusagen 9 Meter, da könntest du ja einfach mehr fahren und man könnte das ja dann so ergänzen. Aber wenn Hannes jetzt 9 Meter quasi, sagen wir mal, doppelte fährt oder wir fahren jetzt die äußersten 49 Kubik statt 25, da haben wir ja da mehr Nährstoffe. Aber wir haben ja dann den Großteil, also wir sagen mal, wir verteilen ungefähr auf 1,50 Meter, 2 Meter am Rand, nicht perfekt die Nährstoffe, sondern ab da so geht es dann richtig los. Dann hätten wir aber von da, von den 1,50 Meter, 2 Meter bis zur Fahrgasse, hätten wir dann aber zu viel Stickstoff. Wäre auch nicht geil, weil in blöden Jahren legt sich das dahin. Hat Hannes weitergeschlafen, ein paar Nächte weiter. Und jetzt hat Hannes heute Nacht sich überlegt, passt mal auf, Leute, ich habe ja folgende Möglichkeit. Und zwar kann Hannes ja hier einfach sagen, das äußerste Gestänge klappt nicht mit aus. Ich habe ja die Möglichkeit, nicht 18 Meter zu fahren, sondern 15 Meter zusammenzuklappen. Dann ist mein Gestänge nur noch 15 Meter. Jetzt mache ich aber folgendes. Ich riegel nicht mit den Hähnen das ab, sondern ich fahre diesen eingeklappten 1,50 Meter, den lasse ich offen und fahre da doppelt. Dann habe ich 1,50 Meter am Rand die doppelte Menge und der Rest ist normal. Boom! Und dann habe ich mir nämlich überlegt, wenn ich dann die nächste Spur fahre, na früher hat so ein Fass auch mal länger gehalten, wenn ich dann die nächste Spur fahre, dann habe ich heute Morgen in der Gerste schon ein bisschen geübt. Es ist ja so, dass ich ja wirklich versuche am Rand oder bis zum Rand jetzt immer ranzustoßen, geradeaus fahren. Das heißt, von der Fahrgasse in die Fläche rein muss ich eigentlich gar nicht mehr so krass weit fahren. Da brauche ich gar nicht eigentlich die 18 Meter, die ich dann jetzt habe. Da hat es sich überlegt. Pass mal auf, Leute. Wir fahren ja dann eingeklappt, das äußerste Gestänge eingeklappt. Das heißt, wir haben dann 15 Meter. Die Hälfte davon sind 7,50 Meter. Ach so, ich wundere mich, warum hier nichts geht, aber liegt einfach daran, dass ich das falsche Display hier auf habe. Also, sind 7,50 Meter, ja? Also ich habe sowieso am Rand eine Fahrgasse ohne eine Spur ohne Fahrgasse, habe ich sowieso. Jetzt denken wir mal weiter. Jetzt fahren wir danach in unsere 13,50 Meter Fahrgasse von der Spritze. Und wenn ich dann alle Hähne zumache auf der Seite zum Vorgewinde hin, dann habe ich ja sozusagen, ich kann ja auf 13,50 Meter hier das Gestänge runter reduzieren. Und ich brauche es aber nur auf einer Seite machen. Das heißt, auf der Seite, die Feldrand zugewandt, mache ich alle Hähne zu, habe dann nur noch 6,75 Meter. Ja, jetzt haben wir 7,50 und 6,75 Meter, was ergibt da 13 Meter? Moment, was habe ich gerade gesagt? 7,50 Meter, 13 Meter, 14,25 Meter. Das heißt, wenn ich die Fahrgasse fahre, die ja 13,50 Meter ist, dann hätte ich nur noch 75 cm Überlappung in der Fläche und kann dann aber die Fahrgasse fahren. Versteht ihr, wie ich das meine? Ich bewege mich dann trotzdem auf der Fahrgasse im Vorgewende. Ich fahre nur noch einmal daneben, statt sonst zweimal daneben. Und ich sag mal, das geht. Wenn ich jetzt hier drauf aufpasse, dass ich hier rechtzeitig immer anfange mit den Mengen. Hier, ne? Hier fange ich an mit den Mengen und mach nicht irgendwie so einen Quatsch und fahr zu spät oder so. Dann funktioniert das. Und dann habe ich am Rand die doppelte Menge Gärreste zu liegen, aber nur von den 1,50 Meter, wo ja sonst das Ganze immer nicht hinkommt. So, jetzt haben wir nur noch 20 Hektar und jetzt habe ich diese Idee. Aber zum nächsten Jahr müssen wir uns das, ich mache das hier auf dieser Fläche, aber zum nächsten Jahr müssen wir das nochmal ausgiebig durchdenken. Mann, Leute, war ich aufgeregt heute Morgen. Konnte kaum abwarten, in Güllefass zu steigen. Da war ja auch smart von Hannes, erst die Kamera anzumachen und dann auszusteigen. Warum steig nicht erst aus und mach dann die Kamera an? So, Leute, hier ist Hartweizen. Und der sieht schon sehr zierlich aus, ne? Ach, ist so eine richtig kleine, liebe Pflanze. Hartweizen, Leute. Ich wollte euch das nochmals hier zeigen. Hier vorne habe ich ja die Möglichkeit, diesen Zylinder nicht ausfahren zu lassen. Dann klappt dieser hier rüber. Dann wäre das sozusagen der neue Rand. Und da kommt ja trotzdem Menge raus. Und dann habe ich 1,50 Meter am Rand doppelt. Boom!
Und muss auch sagen, hier bei den Bedingungen, ja gut, jetzt habe ich hier am Ende ja schon das Gestänge angehoben, das zählt ja nicht. Aber bei den Bedingungen hier sieht das fast schon aus wie Schlitzen. Jetzt muss Hannes natürlich ein bisschen weitergehen. Weil Hannes hat ja schon ein bisschen länger das hier alles angehoben gehabt. Ich bin ja noch 5 Meter gefahren. Ja, also sieht hier schon fast aus wie, naja, hier sieht aber jetzt nicht so doll aus nach Schlitzen, Hannes. Naja gut, weil wir hier so ein bisschen drauf gefahren sind. Nee, Hannes, hier sieht nicht aus wie Schlitzen, da sieht aus dem Träger besser aus. Ja, aber so viel sieht man nicht. So viel sieht man nicht und hier, ach so, spurentechnisch sieht man auch natürlich nicht viel, ne? Ein bisschen klebrig ist er noch hier, ganz bisschen. Aber er ist deutlich fester als ein Tigerdrill, als die Tigerdrillsaat. Also Kleben, Befahrbarkeit, auch Bombe. Auch Bombe, sonst hätten wir hier noch nicht. Hier vorne hätten wir fahren können, aber da vorne ist nachher alles eine riesen Moorsenke. Da geht gar nichts und das haben wir alles fertig gekriegt. Verrückterweise letzte Woche schon. Haben wir gar nicht mit gerechnet. So, hier Fahrgasse. Und dann, ja, sind wir hier auch schon auf dem Weizen. Da sieht natürlich ein bisschen anders aus. Ist noch ein bisschen rückständig mit dem Wachstum, aber das geht ja jetzt erstmal alles hier los. Das geht ja jetzt in Gang. Herbizidtechnisch ist hier noch gar nichts gemacht, das kommt jetzt erst noch. Also ihr seht, hier wurde erstmal nur gedrillt. Ja? Nach den Sonnenblumen, also hier kein Glypho oder so, was ja gern gesagt wird, fluglos. Also hier brauchen wir absolut nicht nach Mais, Sonnenblumen brauchen wir nicht. Jetzt machen wir hier eine ganz normale Herbizidstrategie, die man auch machen würde, wenn man grubbert, pflügt, was auch immer. Also dass man ja sagt, ja, du musst ja mehr Pflanzenschutz ausbringen, wenn du fluglos arbeitest. Nee, wenn man eine gute Strategie hat mit guten Fruchtfolgen, ist das überhaupt nicht der Fall. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf ein Getreide nach Mais gucken oder auf ein, ja, jetzt nach den Sonnenblumen ist es ähnlich. Wenn wir jetzt hier nach den Sonnenblumen gucken, nach Mais haben wir es definitiv, da haben wir die Gräserproblematik nicht. Das heißt, wir können auch mit ganz einfachen Pflanzenschutzmitteln da arbeiten. Wir müssen hier nicht mit den ganzen komplexen Axialflexpacks und wie sie alle heißen arbeiten, die auch eine Menge Geld kosten auf dem Hektar, damit wir die Gräser rauskriegen. Das haben wir nicht mehr. Also so wie letztes Jahr habe ich auch kein Gräsermittel im Getreide gefahren. Und das macht es ungefähr auf 20, 30 Euro pro Hektar billiger. 2.000, 3.000 Euro bei 100 Hektar. Das macht dann sich schon bemerkbar. Man muss die Debatte aber natürlich im Auge behalten. Man muss dann auch wirklich wissen, dass man keine Quecken hat, dass man keinen Windhalm hat, keine Rispen. Sonst muss man natürlich da rechtzeitig eingreifen und die Thematik mit den Gräsern muss man wirklich ernst nehmen. Wir haben ja hier die Vorteile, dass wir hier Mais im Anbau haben, wir haben Raps im Anbau, wir haben Sonnenblume im Anbau. Und das sind Kulturen, wo wir wirklich sehr, sehr gut Gräser rausbekommen und da auch langfristig kein Problem haben. Also ein Ackerfuchsschwanz ist hier noch kein Problem. Bei uns hier, ne? Also auf meinem Betrieb, hier gibt es in der Nähe wohl schon ein bisschen ein paar Probleme, aber wohl noch nicht so doll. Und mein Betrieb hat ja nun mal so viele Kulturen. Und gerade durch den Maisanbau ist das nun kein großes Problem. Wir fahren dieses Mal wieder aus dem Ort hier in die Geraste. Aber einmal durch die Stadt müssen sie ja auch durch. Ja, Wochenende kommt der Schlepper an zum Striptillen. Das heißt, nächste Woche sind wir mit 3 Maschinen unterwegs. Erstmal eine Scheibenecke und danach Striptill. Dann geht's los, Leute. Dann geht's wieder los. Und ihr seid schon alle sehr gespannt, was kommt. Ich will auch nichts verraten, um ehrlich zu sein. Gar nichts. Achso, was ich jetzt noch, jetzt die Witterung hat sich jetzt wie folgt geändert für die nächsten Tage. Es bleibt wohl windig. Ich hole aber morgen oder Freitag trotzdem meine 20 Tonnen Harnstoff mit Überladewagen. Und aktuell sieht es aus, dass wir wohl von Freitag zu Samstag in der Nacht oder Samstag etwas und Samstag zu Sonntag in der Nacht auch streuen könnten. Die Chance müssen wir nutzen. Danach sieht es wieder windig aus. Wir sind ja hier in einer sehr windgeprägten Region. Deswegen auch hier die ganzen Windräder. Wir sind eine riesen Windschneise und über die Jahre kann ich euch sagen, wir haben immer Wind. Also deswegen spritze ich ja auch fast nur noch nachts. Und Faktor Flüssigdünger ist auch ein ganz großer dann bei der Applikation. Da kannst du bei Sonnenwetter ohne Probleme fahren hier. Aber windig, da kann es ruhig sein, das ist gar nicht schlimm. Die Tropfen sind schwer, die verwehen da gar nicht. Ja,
Und sowas muss man natürlich im Auge behalten. Und da muss man die Chancen nutzen, wenn man sie kriegt. Ist zwar nachts, ist am Wochenende, aber es ist, wie es ist. Müssen wir nutzen. Und den Pflanzenschutz wollte ich auch zügig vorantreiben. Gestern ja die Gelbschalen. Die werden wir morgen schon mal kontrollieren. Heute ist wieder sehr kalt. Heute haben wir wieder nur 7 Grad. Gestern mit dem Regen, zack, auf 5 Grad abgestürzt. Für den Käferflug ganz positiv. Die Pflanzen wachsen ja trotzdem so ein bisschen weiter. Die haben die Sonne so ein bisschen. Klar, geht es nicht so richtig massiv vorwärts. Aber ja, das ist schon gewissermaßen schwierig, wenn es so schnell so warm wird, dass wir da kaum hinterherkommen. Und deswegen mache ich das, okay, das finde ich ganz gut, dass sich das erstmal so bleibt. Wochenende 15 Grad soll es werden, da kann er wirklich losfliegen, der Käfer. Jetzt habe ich mir aber gedacht, Mittel sind, kommen auch Freitag, glaube ich, alle an, dass ich vielleicht erst mit Mikros losfahre. Wenn Sonnenwind ist, dann können wir auch ohne Probleme Mikronährstoffe ausbringen. Ja? Wir nehmen ein bisschen gröbere Düse und fahren ein bisschen langsamer. Dann haben wir zwar nicht so ein feines Tropfenfeld, aber wir kommen erstmal voran. Und gegen Mikros ist da nichts einzuwenden. Also da brauchen wir keine Angst haben wegen Abdrift. Das sind Mikronährstoffe. Es ist etwas, was in der Natur auch völlig normal vorkommt. Also Bor, Molybdän, alles kommt ja im Boden vor. Und das würde ich erstmal machen, weil die Problematik ist, wenn man wirklich mit relativ vielen Mikronährstoffen fährt, kann das wirklich die Wirkung der Pflanzenschutzmittel verändern. Und ja, gerade jetzt im Frühjahr aus der Kälte raus würde ich ein bisschen mehr Mikros fahren wollen und würde das dann mal gucken, ein bisschen dazwischen schieben. Ansonsten, wenn das Wetter gut ist, habe ich mir gedacht, und windstill, dann machen wir den Pflanzenschutz. Und wenn es Mistwetter ist, oder was heißt Mistwetter, aber so wie jetzt. Ja, jetzt haben wir, ich weiß nicht, 3-4 Meter in der Sekunde. Rein rechtlich dürfen wir noch spritzen. Ja, also wir dürfen bis 5 Meter in der Sekunde spritzen, einige Mittel nicht. Ne? Aber mir persönlich ist es zu viel. Also das ist nicht mehr so, dass ich sage, jo, da fahre ich los zu spritzen. Also das definitiv nicht. Und deswegen würde ich sagen, ja, wenn dann Sonnenwetter ist, dann gehen wir auf die Spritze und machen Mikros, 1-2 Spritzen dazwischen und dann ist das so. So erstmal mein Plan für die nächsten Tage. Jetzt ist natürlich blöd, weil ab heute Mittag sollte es aufhören zu wehen. Und ich hatte mir den Gedanken eigentlich gemacht, so, wir fahren bis heute Mittag, dann kommen wir eigentlich ganz gut hier voran. Dann ist nur noch Mühe übrig, dann schicke ich Svenny los mit einem Überladewagen und ab morgen früh fangen wir dann an mit Düngerstreuen. Aber das hat sich ja dann auch alles schon wieder geerdet, ne? Bis später erstmal, Leute. Ach, sonst wisst ihr was? Ich glaube, wir machen jetzt hier zu Ende. Ich glaube, ich habe schon wieder viel zu viel gequatscht hier. Wir machen mal zu Ende. Ich habe sowieso euch ja ein paar andere Folgen noch aufgenommen. Ihr habt einen Let's Drive. Ihr habt eine AKF und ich habe für euch die Düngebedarfsermittlung dargestellt, habe aber später festgestellt, du wolltest es erst oberflächlich machen, hast es dann vielleicht ein bisschen zu tief gemacht. Ach, das ist, so, ist halt ein komplexes Thema. Und normalerweise müsste man die Düngebedarfsermittlung für jede Kultur videotechnisch mehrfach bearbeiten. Und dann gibt es aber auch, es gibt ja keinen heiligen Gral, es gibt ja verschiedene Düngestrategien bei der ganzen Sache. Da muss man viel ausprobieren, was funktioniert auf seinem Standort, mit seinen Kombinationen. Habe ich Wirtschaftsdünger, habe ich keinen Wirtschaftsdünger? Wirtschaftsdünger ist in dem Falle Stoffe, Gerrest, Gülle, Hühnertrockenkot, Festmist, Schweinegülle. Das sind Wirtschaftsdünger. Gut, Leute. Ich sage erstmal, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich schmeiß jetzt den Stream an, stream eine Runde. Könnt ihr auch mal gerne vorbeigucken auf Twitch. Landwirt in der V heiße ich auch auf Twitch. Ihr braucht kein Konto. Einfach angucken, reinkommen, bisschen mitschreiben. Könnt ihr was fragen? Haben wir die Möglichkeit auch der Live-Reaktion bzw. live euch Fragen zu beantworten. Das geht wunderbar. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis dann.